Hallo, ich bin der Michael aus Bielefeld. Die Veranstaltung zum fahrscheinlosen ÖPNV ist richtig und wichtig, weil wir in dem Bereich des ÖPNV wirklich sehr, sehr viel tun müssen. Der motorisierte Individualverkehr, der muss eingedämmt werden, nicht durch Zwangsmaßnahmen, sondern durch gute andere Alternativen. Das Ganze ist ein guter Weg. In Bielefeld werden wir, so haben wir es in der Paprika-Koalition ja auch bereits vertraglich beschlossen, werden wir prüfen lassen, wie das Ganze funktionieren kann. Ich bin da sehr gespannt, wie das Ganze vorangeht.